Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Gas Station Simulator. Wir sollen ja jetzt die Popularitätslevel der Tankstelle hier um 1 erhöhen. Oben sieht man, sie kann mit dem Mauszeiger nicht drauf zeigen, dass wir bei 60% sind. Da müssen wir natürlich hier jetzt mal hier das Zeug einpacken. Das nehmen wir mit, schmeißen wir es gleich raus. Dann ist das schon mal durch. Ansonsten haben wir nicht viel zu tun. Da kommt wieder einer. Ich würde mal sagen, wir bestellen jetzt einfach mal wieder was für unser Warenhaus. Weiß jetzt nicht mehr genau, wie denn das ging. Da sieht man, was wir noch alles da haben. Tatsächlich haben wir ja noch einiges. Produkte. Können wir jetzt vielleicht einmal hier ein Tonic, dieses Tropi-Dings da und vielleicht ein paar Chunkies noch uns holen und das hier bestellen. Wunderbar, so einfach geht's. Da kommt einer, der will hier wahrscheinlich was kaufen. Ah, der Herr, ich grüße recht schön. Der geht wieder. Ja, dann war es wohl nichts. War nicht das Passende da. Jetzt schaue ich bloß mal, ob jetzt hier die Lieferung rein kann. Oder ob wir hier öffnen müssen. Da liegt der ganze Müll noch rum. Da kommt er hinten angefahren. Wo war jetzt wieder der Eingang? Ah, da. Dann können wir jetzt hier öffnen. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass wieder was gestohlen wird. Der ist jetzt gleich da. Und ich schätze mal, das Ding hier muss offen sein. Ich glaube auch, es wird angezeigt an der Seite, wenn jemand irgendwo warten sollte. So, wie schaut es da oben aus? Vögel. Da kommt er schon angebraust, der Lieferwagen. Jetzt ist er da. That'll do. Ah, das war's schon wieder. Danke und tschüss. Jetzt fährt er wieder. Sehr schön. Adios. Ah, Kunde Kraftstoff, komme ich sofort. Ah, die Polizei. Just as I wanted. Jawohl, nice. Jetzt sind wir um 73%. Ja, langsam wird's. Da bleibt man natürlich den Laden hier sauber. Ganze Dreck liegt schon wieder rum. Mensch, Freunde, nutzt halt den Papierkorb. Oh, neuer Highscore, super. Da stellen wir 5 rein von dem Tropi und von der Tante Betty. Was haben wir hier noch? Diese Chunkies. Ah, der Herr aufs Klo. Ah, genau, da wollen manche gehen nur aufs Klo. 1,50 wahrscheinlich. Ja, gespannt, ob er das hier irgendwo sehen kann. Punkte. Ja, anscheinend mit Statistik hat das da nicht so.
Okay. Da Kraftstoff übrig, 122. Hier sieht man die Popularität. Ja. Genauere Statistiken gibt es anscheinend nicht. Ah, der gnädige Herr wünscht was. Sehr schön. Dreimal. Ja, ebenfalls. Tschüss. So, jetzt sind wir bei 93% und eine Schlange. Ist natürlich nicht schön. Da können wir einfach drüber latschen, das macht gar nichts. Kunde an Kraftstoff. Ja, ich komme sofort. Ui. 8 Artikel. Ja, da geht was. Neuer Level der Popularität. Sehr schön. Das Bowl. Wunderbar. Jetzt verkaufen wir erst nochmal Benzin. Super. Super. Das wäre ein Zeug. Ja, man sollte natürlich nicht immer hier die Tasten verwechseln. Die Maustasten. Ah, jetzt kommt die Werkstatt. Werkstatt Level 1. Warte auf einen Kunden in der Werkstatt und repariere dann sein Auto. Wenn man jetzt wieder wüsste, ja, wo war denn die Werkstatt? Hier, hier vorne. Ja, da warten wir jetzt auf den Kunden. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie das hier laufen soll. Aber schön langsam wird unsere Hütte wieder extrem dreckig hier. Muss man natürlich immer sauber halten. Ah, Madame. Unglaublich, sehr schön. Ja, und schon wieder alles total verdreckt. So, ist jetzt hier ein Kunde? Noch kein Kunde da. Neue E-Mail. Sehe ich jetzt erst. Schauen wir mal, was da drin steht. Mail. Werkstatt, Ersatzteilbestellung. Herzlichen Glückwunsch. Zahnstelle ist groß geworden. Kleine Arbeit, gar nicht so schwer. Was du warten, bis er ausgestiegen ist. Knopf auf der Hebebühne drücken. Dann setze ich deinen geschärften Sinnstift ein. Rotmarkierte Defektteile solltest du ersetzen. Suche dir das passende Ersatzteil und nehme es in die Hand. Ja, da bin ich ja gespannt. Da ist keiner. Schauen wir mal, ob hier jetzt schon jemand ist. Ah, jetzt ist er. Werkstatt. Warte, bis der Kunde das Fahrzeug verlässt und drücke den Knopf der Hebebühne. Nutze deine Fähigkeit Shift, welche Bereiche, bevor sie genügend Ersatzteile da sind. Ja, das werden wir doch mal checken. Ja, wenn man jetzt natürlich wüsste, wie man die Ersatzteile bestellt. Werkstatt Level 1. Weiß man nicht. Produkte. Tja.
Das werde ich jetzt mal prüfen, was da zu tun ist. So, wie alles, man muss man sich hier mal was zu Gemüte führen. Braucht Kratzerentferner. Aber jetzt laufe ich erstmal schnell in den Laden zurück, weil hier ist jemand an der Kasse. Dreimal sogar. Drei Leute an der Kasse. Hallo. So, einmal. Nochmal zwei Artikel. Jetzt mal wieder ein bisschen reinigen. Genau, das war's wieder. Hier steht keiner. So, und jetzt schauen wir mal hier nochmal zurück. Man muss ja seine Erfahrungen machen. So, was sind das hier für Dinge? Wo wird dann der Kratzer entfernen? Das sind die Spiegel. Brauchst ein Rad, um zu reparieren. Aber die Frage ist halt, wo können wir hier einkaufen? Das haben wir schon alles. Da wird es nicht dabei sein. Vielleicht Außenbereich? Nee. Da ist es nicht dabei. Kann eigentlich nur da sein. Das muss ich jetzt noch mal genauer checken. Unabhängig davon, dass ich immer noch nicht weiß, wie man da einkauft, aber vielleicht kann hier der Scratch-Doktor uns helfen. Ah, die Tür haben wir repariert. Ja, das ist doch schon mal klasse. Das war ja schon mal der erste Streich. Jetzt laufen wir noch mal zurück, Kundschaft. Ja, das sind wir. Echter Lifesaver. So, da ist ein Spiegel. Den habe ich hier irgendwo schon gesehen. Ah, wir haben es geschafft. Jetzt brauche ich nur noch den Reifen. Dass wir jetzt wissen, stehen hier irgendwo Reifen rum. Ja, fantastisch. Unglaublich. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wo man hier Ersatzteile bestellt. Aber wir werden das dann schon mal vielleicht irgendwo mal wieder checken. Autoteile, ja, da sind sie ja. Genau, jetzt könnte man hier nachbestellen. Ich glaube, brauchen wir aber nicht, weil Kratzerentferner haben wir da vorne, haben wir hier. Hier haben wir Spiegel und hier haben wir Reifen. Sehr schön. Na, da geht's doch vorwärts. Ein Kunde, hallo. Leider nur ein Artikel. Thanks. So, da werden wir jetzt mal ein paar Sachen aufheben.
natürlich wieder, oh, kann man ja nicht wegwerfen. Ja, manchmal scheint man das noch irgendwie ein bisschen zu haken. Ja, das kriegen wir nicht weg. Nehmen wir nochmal den Besen zur Hand. Ah, Kraftstoff. Den werden wir natürlich sofort bedienen. Awesome. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Da haben wir jetzt noch 92 übrig, also haben wir noch was. Ist ja wunderbar. Dann würde ich sagen, dann schließe ich mit der Ansicht diese Folge. Freue mich schon auf die nächste. Man sieht hier oben links schon Level 2 und werden mal schauen, was wir jetzt alles einkaufen können. Bis dann. Tschüss.